Also alles davor und Ocarina of Time. Und dann nach Ocarina of Time sind verschiedene Zeitlinien. Nämlich einmal der Held der Zeit verschwindet, der Held der Zeit bleibt als Erwachsener in der Zukunft oder der Held der Zeit geht in die Vergangenheit zurück und durchlebt seine Jugend. Diese drei gibt es. Aber auch hier gibt es nur, das sind nur die, in denen der Held der Zeit gewinnt. Es gibt auch eine Zeitlinie, in der der Held der Zeit verliert. Das heißt, es gibt jetzt vier Zeitlinien. Theoretisch. Aber ich glaube, nur zwei sind genutzt. Bin mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, die, wo er verliert, wird genutzt. Die, wo er verschwindet, glaube ich, wird genutzt. Und die, wo er seine Kindheit erlebt, wird genutzt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Auf jeden Fall gab es dann ein offizielles Statement von Nintendo, von einem der Nintendo-Entwicklern, glaube ich, war das. Man hat ihn gefragt, wo kommt denn jetzt da Link's Awakening rein? Ist es jetzt zwischen The Legend of Zelda und Zelda 2 Link, The Adventure of Link? Ist es der Nachfolger von A Link to the Past? Oder ist es der Nachfolger von den Zwillingseditionen? Was ist los? Wo kommt es rein? Und tatsächlich ist es so, Leute, dass er gesagt hat, ja, Link's Awakening kann man überall reinpacken. Tatsächlich kann, also es ist so gedacht tatsächlich, dass es, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat tatsächlich seine persönliche Meinung gesagt. Er meinte, also die offizielle Meinung ist, Link's Awakening passt überall rein in jedes The Legend of Zelda, das von der Zeitlinie her nach The Legend of Zelda Ocarina of Time geschieht. So, jetzt sieht man sich mal die Zeitlinie an, Leute. Von der Zeitlinie her war The Legend of Zelda Ocarina of Time damals das allererste. Es gab erst den Held der Zeit und danach kamen die anderen drei Teile und die Zwillingsedition. Und Link's Awakening auch. Es gab kein Spiel, das irgendwie davor geschah, wenn ich das richtig im Kopf habe. Legend of Zelda und Zelda 2 The Adventure of Link sind, glaube ich, die, in der Held der Zeit getötet wurde, die Zeitlinie. Und sind von der Zeitlinie her aber nach The Legend of Zelda A Link to the Past und auch in der Zeitlinie, also die sind, glaube ich, alle in der Zeitlinie, wo der Held der Zeit getötet wurde. Das interessiert mich jetzt, das sehe ich jetzt nach, Leute. Und die Schaufel ist voll. Nach diesem Fisch hier. So. Also, erstmal. So, erstmal wechseln wir das. Ich hoffe, es ist jetzt auch voll. So, dann gehen wir in Sicherheit. Die nächste Nacht kommt bestimmt. Und dann sehen wir jetzt mal nach, wie die offizielle Zeitlinie ist, Leute. So. Okay, das zeige ich gleich mal her, Leute. Wo ist OBS? Da ist OBS. So. Hier. So, Leute. Zelda Pendium gibt es, Leute. Das ist, glaube ich, ein Zelda Wiki. Es gibt auch, aber auch The Legend of Zelda.de, glaube ich, irgendwo. Oder Zelda Fandom. Ich glaube, es war die hier. Was ist das hier? Das ist Wiki. Nein, das ist das Wiki. Aber egal, wir gehen auch hier mal rein. Hier Aufteilung. Niederlage des Helden. Das ist der letzte Held und Hyrule's Fall. Dann Aufteilung 2, Sieg des Helden, die Kind-Ära und Sieg des Helden, der Erwachsenen-Ära. Und es gibt noch den vierten Fall, er verschwindet einfach. Und jetzt ist es so, dass... Hier.
der Held stirbt, ist A Link to the Past, Oracle of Seasons and Ages und The Legend of Zelda und The Adventure of Link. Und das ist tatsächlich... ja, das sind alle Teile, Leute, die bis hier erschienen sind, kommen nach The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und alle in derselben Zeitlinie. Das heißt, damals gab es dieselben Zeitlinien noch nicht, Leute. Und... ja, was macht man denn jetzt? Ich meine, die Aussage, es kann... ich glaube, ich habe die Aussage noch nicht mehr gesagt. The Link's Awakening passt nach jedem Zelda, theoretisch, das nach Ocarina of Time kommt, in der Zeitlinie. Das heißt, es kommt nach A Link to the Past, nach den Zwillingseditionen, sogar zwischen den Zwillingseditionen könnte man das machen. Nach The Legend of Zelda und The Adventure of Link. Es passt überall dahinter. Also, was jetzt? Er hat dann noch gesagt, er sieht es tatsächlich persönlich. Ich glaube, es war zwischen denen hier. Es gibt da in The Legend of es gibt da irgendwo etwas. Es gibt sogar welche, die meinten, es ist innerhalb, ich glaube, von The Adventure of Link. Oder The Legend of Zelda. In einem von denen muss man einen Fluss überqueren. Und das ist in der Geschichte irgendwie ein Meer. Und da heißt es dann, Link's Awakening ist genau dieser Teil von dem Meer. Link versucht das Meer zu überqueren, wird schiffbrüchig und dann geht's weiter mit der Geschichte. Gibt's auch irgendwo die Vermutung. Und ja, dann Leute, 2010 war es so, die gab es die erste... Oh, jetzt habe ich es zugemacht. Nein, den anderen. Ja. Die erste offizielle Zeitlinie gab es 2010 im Zelda Pendium oder so. Und die heißt sogar erste Zeitlinie. Und da ist es so, Leute. Es kommt erst A Link to the Past. Dort wird Ganon getötet. Dann kommt Oracle of... ist es das Bild hier? Ich glaube, das ist es das nächste. Kann ich da zoomen? Nein. Aber ich glaube, das ist schon die richtige, Leute. Also es kommt erst A Link to the Past, dann die Zwillingsedition und dann Link's Awakening. Plötzlich war Link's Awakening, also mit diesem Buch, 2010 erschienen, Leute, war... Ich müsste die Originale mal sehen. Ich glaube, unter Zelda.de ist das. Mal nachsehen. Ist das Zelda.de? Ah, nein, nicht ganz. Zelda Fandom? Irgendwo ist das mal, Leute. Ist es die hier gewesen? Ah, ich muss mir das mal raussuchen. Auf jeden Fall, Das hier müsste die falsche sein, Leute. A Link to the Past, die Zwillingsedition und dann Link's Awakening. Das müsste die falsche Reihenfolge sein. An die tatsächlich auch ich dachte. Diese Reihenfolge wurde 2010 veröffentlicht, Leute. Das bedeutet, A Link to the Past, der The Link, hat kein eigenes Abenteuer mehr, da The Link's Awakening jetzt nach den Zwillingseditionen kommt. Und dadurch, dass man sagt, dass Ganon hier bereits besiegt wurde, lebt er hier nicht mehr. Es heißt zwar, er wird hier wiederbelebt, aber den Fakt hat man einfach ausgelassen. Das heißt, diese drei Teile hier, das ist derselbe Link und das ist ein anderer Link. Und das Abenteuer von Link's Awakening, das gab es einfach nicht mehr. Und jetzt war, das war 2010, Leute, um den Dreh rum. Und jetzt müsste das aber hier... Ah, hier ist die richtige Reihenfolge, Leute. Zelda Timeline, die müsste auch... Ist hier irgendwo... Ah, hier steht es sogar!
Bis 2011 ist die Hyrule Historia veröffentlicht worden, Leute. In der die offizielle Timeline drin war. Ist die hier zufällig drin auch zu sehen? Nein. Aber das müsste die hier sein. Nein, das ist schon die richtige. Und da war eben diese Reihenfolge drin. Nach der ich auch ging, Leute. Aber es gab 2018 rum, Leute. 2018 rum, ich glaube es war 2017, wurde eine neue Zeitlinie und die ist auch... Wo ist sie denn? Es gibt eine Zelda-Homepage. Zelda.com ist es. Ja, das ist sie. The official home for the Legend of Zelda, Leute. Zelda.com. Und da gibt es eine Zeitlinie, die man hier findet, Leute. Und das ist die offizielle Zeitlinie tatsächlich. 2017, 18 wurde ein weiteres Buch veröffentlicht, Leute. Also es ist 2011 ein Buch, das Hyrule Historia mit dieser Zeitlinie, die ich vorhin gezeigt hatte. Und das war das, was ich kannte. Und 2017 rum oder sowas gab es ein neues Buch mit einer neuen Zeitlinie, Leute. Und das ist auch die hier. Ich werde die hier nämlich schöner dargestellt als die hier. Hier ist es zwar schöner detaillierter aufgeschrieben und so weiter. Man kriegt eine Information, aber die hier ist schöner anzusehen. So, gehen wir mal ein bisschen weiter rechts. Das sind auch die einzelnen Spiele zu sehen. Hier ist Ocarina of Time, Leute. Und hier kann man sich jetzt aussuchen, wurde der Held besiegt oder nicht. Also das ist wirklich schön gemacht, auch mit Geschichten und hier mit verschiedenen Ehren und sowas. Und dann gab es eben diese neue Zeitlinie. Und ich sage jetzt mal, der Held wurde besiegt, denn dann kommt man hier eben zu A Link to the Past, Leute. Und in dieser neuen Zeitlinie ist Link's Awakening hier plötzlich nicht mehr nach den Zwillingseditionen, sondern davor, zwischen den beiden. Plötzlich, Leute, macht es wieder Bumm in den Köpfen der Spieler. Plötzlich ist Link's Awakening der Teil, wo man gegen Ganon kämpft. Dann geht Link auf Trainingsreise, denn er spürt ein Böses. Und dann wird in den Zwillingseditionen, Oracle of Ages und Oracle of Seasons, versucht Ganon wiederzubeleben. Und das ist das Böse, das Link trainiert hat in Link's Awakening. Das heißt, bevor Link's Awakening hatte der Link nur das Abenteuer. Dann kam Link Awakening, er hatte die beiden Abenteuer, zumindest so ich das. Dann kam die Zwillingsedition irgendwann. Und plötzlich war es so, dass Link nur noch all diese Abenteuer hatte und der Link hatte die drei Abenteuer. Und jetzt mit dieser offiziellen Zeitlinie, Leute, die 2017 oder 18 irgendwie so um den Dreh rum veröffentlicht wurde und bis heute existiert und die offizielle ist, wurden die beiden Links wieder verschmolzen und es ist wieder ein Link, Leute. Und das habe ich erst später erfahren tatsächlich, Leute. 2 Tage, nachdem ich den Trailer für Final Fantasy 2 veröffentlicht hatte, in dem es also schon zu spät war. Und ich dachte mir, so ein Mist, das, wenn ich jetzt eher gewusst hätte. Naja, egal. Das heißt, Leute, es wird nach Final Fantasy 2, werde ich das jetzt nachholen und erstmal Link's Awakening spielen und die Zwillingsedition, das heißt dreimal The Legend of Zelda, damit der Link aus der Link to the Past seine Abenteuer vervollständigen kann. Danach ist es A Link Between Worlds, ist glaube ich dann ein komplett anderer Teil, der irgendwie 200 Jahre später spielt, Leute. Finde ich auch so lustig. Es gibt Leute und in den Foren und sowas, ja, A Link to the Past und A Link Between Worlds, das sind doch dieselben Teile, denn in A Link to Between Worlds gibt es einen Teppich, einen Wandteppich, der die Geschehnisse von A Link to the Past darstellt. Und denke ich mir, ja, natürlich ist es dieselbe Welt. Es ist alles dieselbe Welt, es sind unterschiedliche Zeiten. Man sieht ja hier, dass es in der Zukunft liegt von dem. Naja. Und hier ist dann, nach The Adventure of Link gab es bisher nichts, Leute. Naja. Und dann kann man hier theoretisch noch hier runtergehen. Kind- oder Erwachsenen-Ära. Da gibt es hier auch noch mal ein paar Spiele. Kann man hier in die Erwachsenen-Ära gehen. Also, ist wirklich sehr schön gemacht, Leute. Naja.
Auf jeden Fall ist das der Grund, weshalb ich das jetzt spielen werde, Leute. Nach Final Fantasy 2 erstmal wieder Zelda. Danach kommen, wenn ich mit den Zwillingsedition fertig bin, wie gesagt, da liegen 200 Jahre oder so dazwischen, das heißt, das müsste ein anderer Link sein, aber das werde ich nochmal nachsehen. Dann kommt... Ich finde es schön, wenn man eintippt, Zeitlinie, kommt die falsche Zeitlinie, Leute. Das Top-Ergebnis ist die falsche Zeitlinie. Hier. Falsche Zeitlinie. Geht auf Zelda.com oder Zelda Fandom hat, glaube ich, auch die richtige. Wenn man hier mal nachsieht, ist hier auch, ja, ist auch hier die richtige. Hier A Link to the Past, dann... A Link's Awakening und dann Oracle of Seasons and Ages. Ja, die richtige Zeitlinie. Und vertraut nicht dem, was Giga hier schreibt. Giga schreibt hier Blödsinn. Beziehungsweise nicht Blödsinn, die Zeitlinie gab es ja mal wirklich. Aber sie ist veraltet und wurde korrigiert von Nintendo. Also Giga ist veraltet, Leute. ja. Und nachdem eben geht es dann ganz normal weiter. Ab dann ist die Spielreihenfolge bei mir auch wieder korrekt, Leute. Und es geht ganz normal weiter mit Pokémon Gold und Silber. Dann wieder. Und dann nochmal The Legend of Zelda, Leute. Ich glaube, das nächste ist dann tatsächlich auch. Ich spiele ja nicht die Zeitlinienreihenfolge, sondern die Veröffentlichungsreihenfolge. Das heißt, das nächste ist dann. Ocarina of Time und Majora's Mask, weil das auch die direkten Nachfolger sind. Und ja, dann geht's wieder weiter mit Final Fantasy 3 und so weiter. Also das nur mal so. Ich habe das im Stream schon mal kurz angesprochen und ich habe jetzt noch mal effektiv darüber geredet, auch mit Veranschaulichungen und so, Leute. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und seid nicht allzu traurig darüber, dass jetzt nicht sofort nach Final Fantasy 2 nicht sofort Pokémon kommt. Also Rikulat fand das so total blöd und war am Boden zerstört und war richtig schlecht drauf, als ich das gesagt habe, dass ich erstmal das korrigieren muss, dass ich da auf einer veralteten Zeitlinie war und dass ich das jetzt korrigieren möchte. Naja. Okay, machen wir wieder weg. Und gehen wieder in Minecraft rein. Ihr könnt ja mal eure Meinungen schreiben, Leute. Es ist dunkel, gehen wir schlafen. Eure Meinungen schreiben und ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Theorie, denn das ist ja die Zelda-Zeitlinie, da kann man ja Theorien machen und noch und nöcher. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel für euch und ich hoffe, ihr wurdet auch nicht zu sehr gespoilert, wenn ihr das alles noch nicht wusstet. Und ja. Aber ich finde das auch schön, denn auch von der Grafik her sind sich alle vier Spiele sehr ähnlich. Also die Zwillingsedition sowieso, aber auch A Link to the Past und A Link's Awakening sind grafisch sehr ähnlich. Da finde ich das perfekt, dass die zueinander passen. Und für mich ist das auch tatsächlich auch die schönste Reihenfolge, Leute. Es hat einen Sinn, warum Ganon wiederbelebt wird in den Zwillingseditionen. Es hat einen Sinn, warum Link auf Trainingsreise geht. Und es ist einfach alles super. Es passt einfach. Es ist alles stimmig. Das Einzige, was nicht stimmig ist, Leute. Es gibt nur ein einziges Detail, Leute. Dass Links Onkel ihn auf die Trainingsreise schickt bei Link's Awakening. Allerdings glaube ich, dass das auch ein Übersetzungsfehler sein könnte. Denn wenn man das aus dem Japanischen übersetzt hat, ich habe das Japanische leider nicht gelesen, Leute, die Beschreibung im Japanischen, dann könnte es nicht nur der Onkel sein, sondern auch der Großvater. Denn zwischen Onkel und Großvater ist es nur ein Unterschied zwischen Doppel-I und einfachem I. Ochi-san ist der Großvater und Oji-san ist der Onkel. Also, das könnte ein Übersetzungsfehler tatsächlich sein. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgesehen. Und selbst wenn Kinder nennen fremde, ältere Männer oft übersetzt Onkel und ältere Frauen einfach übersetzt Tante,
Oder Erwachsene eben. Gibt's bei uns aber auch. Sagt, wenn das Kind dann. Zum Beispiel, wenn man sagt, dann steht da eine Theke, eine Fleischtheke jetzt, Leute. Und dann man kauft Fleisch und dann gibt die Metzgerin da ein Stückchen Wurst. Und dann sagt man ja auch zu dem Kind: Da, geh mal zur Tante, die gibt dir was. Sagt man bei uns ja auch. Oder hier, geh mal zum Onkel, der spielt ein bisschen mit dir. Einfach nur, weil das ein Bekannter ist, ein Freund oder sowas, den man vielleicht nur alle 2-3 Jahre sieht oder und das Kind kennt ihn noch nicht. Nicht verwandt, dann sagt man auch, geh doch zu dem Onkel oder so. Oder geh zu der Tante, zum Onkel, sagt man einfach so. Und genauso ist das auch im Japanischen, Leute. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es doch Oji-san ist. Und also der Onkel meint, aber damit einfach nur eine ältere männliche Figur meint. Ein Trainingsmeister oder sowas. Man weiß ja nicht, mit wem Link da sonst noch zu tun hat. Also, man kann diese Ungereimtheit, dass Links Onkel, der eigentlich in A Link to the Past gestorben ist, damit mit Besetzungsfehlern zurechtrücken. Oder, dass es ein falsches Verständnis ist und der Links Onkel in A Link to the Past nie gestorben ist, sondern dass er nur ohnmächtig ist oder an Verletzungen zwar leidet, aber nicht gestorben ist, sondern nur eben besiegt war. Ist auch möglich. Also ich richte mir das tatsächlich so her, der Onkel ist zwar gestorben, aber sein Besetzungsfehler, Links Großvater ist das. Denn man weiß eigentlich nicht, warum Link nicht bei seinem Vater gelebt hat, er hat ja bei seinem Onkel gelebt. Wobei auch das ein Besetzungsfehler sein könnte. Vielleicht war es ja Links Vater, im Japanischen weiß ich. Und im Deutschen hat man ihn zum Onkel gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Original ist. Und vielleicht ist ja Links Vater gestorben. Und deswegen ist er jetzt bei seinem Onkel. Dann würde das auch wieder Sinn machen.